So, liebe Leute, willkommen zurück. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon in Crusader Kings 3. Heute ist soweit, heute machen wir uns den Titel. Den nächsthöheren de jure Titel. Titel erschaffen, da ist es. Es können zwei Sohn, Champion und Hofarzt von euch, Juri. Und meine Tochter kann heiraten. Ah, wir müssen noch Partner finden für die. Ja, machen wir gleich. Das ist für diese Folge eigentlich eine gute Idee. Aber erst. Titel erschaffen. So, kostet mich 125, gibt 300 Prestige. Oberhäuptling. Ah ja, jetzt kriege ich eine Krone. Eine Krone habe ich gekriegt. Tippitoppi. So. Das heißt, da ja alle Söhne zu gleichen Teilen erben, wird jetzt spannend. Es kann ja bloß einen Oberhäuptling geben. Und das ist, selbstverständlich, Jaron. Seine Brüder müssen mal halt schauen, wer sinnvoll wäre. Er hat ja auch schon einen Sohn. Ich kann seinem Sohn den Titel von Wolgast geben. Heiß, ne? Heiß, heiß. So, aber das ist ein bisschen zu weit, glaube ich, hergeholt. Wir auf dem Weg nach oben, den eigenen Rang erhöhen. Super. Achievement bekommen. Wir wollten dann noch schauen, die Hochzeiten müssen wir vorankriegen. Überfall. Dritter in der Nachfolge für Hauptlingstum. Oh. Oh. Ihr seid Dritter der Linie für Häuptlingstum von Obrotia. Es ist möglich, dass ihr diesen Titel irgendwann erbt, ohne zur Tat zu schreiten. Eine Reihe bedauerlicher Unfälle könnte dies beschleunigen und verhindern, dass ihr euren Platz in der Erbfolge verliert. So, alles klar. Rein. Reichsnachfolge. So, Dritter sind wir. Momentan ist Häuptling Miroslava von Obrotia dran. Dann haben wir Martina Hevili, die sollte da eigentlich versterben. Und das ist mein Halbbruder, Vertislav. Ach, ist der jetzt draufgegangen? Tatsächlich. Und wer ist sie? Sieht er. Oh, wie sieht sie aus? Aussätziger. Oh, umstrittene Abstammung, ja. Sie ist direkt aus dem Moor. Geht gar nicht. Verlobt mit was? Mit Vertislav. Boah, was kommt denn hierbei raus? Das geht doch gar nicht. Und er ist Bluter. Oh ne, Halbbruder. Herrisch. Also, wir müssen doch. Haben die keine Probleme? Die haben aber keine Bündnisse mehr. Alle Bündnisse sind aufgelöst und sie sind im Krieg. Angreifen gegen Jarl von Schleswig. Jarl von Schleswig. Alles klar. Leute, macht euch im Kampfbereich. Obrotien ist uns. Das sollte dann doch nochmal einen richtig Schwung geben hier. Jetzt langsam wird es ja richtig spannend. Verheiraten müssen wir noch. Rotislava, was ist, ich will das Kind jetzt sehen, was sie bekommt. Heute. So, Juri, mein Bester. Wie krieg ich dich? Ich brauche irgendwas super Tolles. Ein Bündnis mit Chedina. Pomerellen. Oberhäuptlingstum von Pomerellen. Kennen wir doch schon. Hat Ansprüche auf folgende Titel: Danzig. Magdalena Kuschabi. Oberhäuptlingstum von Pomerellen. Na, auf geht's. Ran mit der Mutti. Die nehmen wir. Was kann die? Okay, die ist sadistisch, tapfer und gerecht. Wir gucken kurz weiter. Wen haben wir noch? Kalisch. Kalisch, Fraustadt, Opole. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Was sind das für Jungs? Ah, hier. Ich hab's gefunden. Okay, bisschen klein. Wen haben wir hier? Schauen wir kurz drüber. Auch da unten im Süden hier. Schlesien.
Da haben wir Kujawien, das ist ein bisschen klein. Mögliches Bündnis mit China. Kent, Earltum von Kent. Auf der Insel brauche ich jetzt keinen. Lesbos, Gotland. Häuptlingstum von Gotland. Ist schwedisch, das ist nicht schlecht. Will die überhaupt? Mutter von Häuptling Haug. Also sind wir ja dann mit Schweden mehr oder weniger verbandelt, ne? Sie ist zynisch, gefühllos, eigenwillig. Wir gucken weiter. Block. Also bis jetzt ist das obere war das Beste. Jadwiga. Aha, das ist da drüben. Hier ist es. Gibt es doch schon viele. Moment, Filter. Bündnis. Zuwachs. Also bis jetzt ist die hier bei mir ganz oben auf dem Schirm. Sie ist 32. Herrscher, Ansprüche. Wir gucken mal ein bisschen nochmal durch hier. Wenn ich irgendwas sehe, was mir sofort ins Auge wie dient, sagt mir auch was. Kujawe, das war's, ne? Die hatten wir schon. Naumberg. Vorbasse. Und mit Landbesitz. Mach mal den Filter zu. Ich sehe es nicht. Nordisch muss hier oben sein. Ich sehe es nicht. Sind auch noch alles Kinder. Was soll das? Lässt sich nicht ausmachen. Jetzt auf die Schnelle müsste ich suchen. Nee, wurscht. Was ist das? Berlin? Hotna. Hotten. Oha. Ehrlich, bescheiden. Okay, wir gehen mit Rottner das Bündnis ein. Also Juri. Und wir haben noch einen Sohn. Den verballern wir dann an Pomerellen. Aber Rottner ist super. Russisch macht nix. Ist ja unsere Rottislava ja auch, unsere Häuptlinge. Häuptline. Servus, Ruslanowitsch. Grüße dich. Einer deiner Töchter, bitte. Die ist schon verheiratet. Macht aber nichts. Kann auch im dritten Bündnis sein. Die ist das, ne? 15. Ne, noch eins weiter. Die sind alle schon verheiratet. Die ist das. Da ja. Wow. Sehr gut. Rottnam. Und dann. Halt, stopp. An Pomerellen noch unseren. Das war Juri. Hat Martin ja schon einen Partner? Das wird auch noch interessant. Matthäus haben wir noch. Genau, mit Magdalena. Eine Verlobung. Die ist ja schon 32. Macht aber nichts. Macht nichts. Bündnis her. Bündnis her. Und dann wird es jetzt spannend. Jetzt geht es nämlich Richtung Obotritia. Sehr schön. Oh, er ruft uns gleich in den Krieg. Ist ja bitter. Oh. Kurland und Rottner gegen Kleinpolen und Pomerellen. Oh. Ups. Wurde abgelehnt. Macht nichts. Bündnis bleibt ja. Pomerellen wollten wir auch noch uns jetzt hier. Immer noch. Immer noch. Unser Matthäus. Nee, geht nicht. Enkel. Unser Enkel. Geht das? Nee, macht er nicht. Okay, so. Ja, lass die da oben kämpfen. Das ist nicht so schlimm. War eh nur Zwecksbündnis. Jetzt wird es hier interessant. Wie kriegen wir die jetzt?
Wie kriegen wir die jetzt? Die führen Krieg, aber sogar positiv. Die haben aber kein Bündnis mehr. Er hat kein Bündnis mehr mit denen, aber die haben zu viele Männer. Schaut mal, die haben 1600. Oh, jetzt werden es weniger. Eine Schlacht haben die geschlagen. Der haut halt das ganze Prestige, was er hat, haut er da ins Fußvolk rein, ne? Es werden weniger, schaut mal. Wir kommen da nicht, wir kriegen nicht so viele zusammen. Er verliert aber, super. Wir beobachten das mal. Und Söldner hat er ausgehoben. Aber die kann er sich nicht ewig leisten, die Söldner. Die kann er sich auf keinen Fall ewig leisten. Okay, soziale Manipulation. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach, aber mein Volk Bartosch wird immer kühner. Seine Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt am Tisch des Rates. Er lotet meine Grenzen aus. Die anderen werden es ihm gleich tun, sofern ich ihn nicht an seinem Schwachpunkt angreife. Oh, wieder Stress, Stress, Stress. Den müssen wir irgendwie... Das ist unser Kleriker, ne? Er hat nur plus 5 Beziehungen. Können wir das nicht irgendwie hier... Mhm. 150 Prestige. Och, Mann. Gibt's auch irgendwas, wo wir kein Prestige verlieren? Das. Komm, Meinung kann ich bezahlen. Ist ja super nervig, ey. Was ist denn, wenn ich ihn mit meiner Tochter verheirate? Mhm. Sind wir dann verwandt? Okay. Jetzt müssten wir doch eigentlich... gute Freunde werden. So, was macht er jetzt, ihr Sohn? So, da ist er. Landlos. Warum hat Kliment Jastribitsk keine Ansprüche? Komisch, ne? Habe ich nicht ganz verstanden. Ehepartner der Sache gewachsen. Oh, was haben wir denn jetzt? Einige meiner Ratsmitglieder glauben, dass ihr Posten ihnen allein aufgrund ihres Blutes oder ihres Einflusses zusteht. Wie sie sich doch irren. Ich erwarte Ergebnisse und doch werde ich häufig enttäuscht. Nach einem langen Tag beschwere ich mich gerade bei Rostislava, als sie mich unterbricht. Lasst mich in dieser Sache einschreiten, Gemahl, und ihnen ein wenig Unterricht erteilen, um ihren Geist zu schärfen. Das ist die Beste, die du haben kannst. Was willst du machen? Die ist wirklich tipptopp, die Olle. Die haben uns das bestmögliche Bräutlein ausgesucht. Perfekt. Er hält 15 Jahre lang studiert, verliert Jaron... Warek. Oberhauptling gewinnt 20 Meinung von euch. Ihr habt beschlafen. Ihr habt Oberhäuptling Rostislava beschlafen. Studiert Bildung. Bildung plus 3 für 15 Jahre. Aber die Meinung geht runter. Aber das macht ja nichts. Also bei ihm macht das schon was. Warek. Sollen wir Jaron studieren lassen? Die 15 Meinung ist echt. Ihr habt Rostislava beschlafen, ja. Kriegen wir noch ein Gör. Diplomatie 2, Bildung 1. Auf geht's, komm. So. Ja, die Beziehung zu meinen Söhnen ist ja eigentlich perfekt, glaube ich. Ne? Also da, ja, also das dürfte überhaupt nichts problematisch sein. So. So, wie sieht der Krieg hier weiter aus? Wir müssen da reinschauen. Er hat immer noch Söldner laufen. Ja, schade, dass der hier, der Erbe, dann nichts hatte, ne? Wo wir noch von unserer treuen Rostislava, die zweite. So, Aufgebote 403 und 373. Die Söldner halt, aber die kann er sich doch nicht ewig leisten, oder? Die Mentorin von Martinia ist gestorben. Okay.
Naja, unser Volk ist halt Müll. Ich habe keine 1500 Leute, um das hier zu machen. Und das mache ich auch nicht mit. Von Preußen und Estland, was ist da wieder los? Wir gucken mal kurz. Preußen und Estland, die führen hier richtige Kriege. Ablehnen. Wir haben dafür keine Zeit. Wir müssen erst uns hier verstärken. Und hier bin ich momentan nur interessiert, was da abgeht. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich oder sie, dass sie sich hier ewig die Söldner leisten kann. Geistiger Zusammenbruch, Hochstapler, mal wieder. Ja, wir hauen uns wieder kaputt, oder? Ja. Wieder aufs Ganze. Sehe ich wieder aus wie so ein Olm. So. Spannend. Wie schnell sie doch flügge werden. So, ich kann die noch verheiraten, das wird noch interessant. Bündnisse schließen hier mit den Jungs wäre nicht schlecht. So. Der ist schon ein richtiger Greis, der ist 66. Erbe ist aber diese Dame und diese Dame ist nicht verheiratet. Halt, stopp, Svitoslav. Wer ist dein Vater? Jaron, Svitoslav. Perfekt. Das ist unglaublich. Halt, stopp. Nochmal reingucken. Hab ich jetzt richtig gesehen? Haupterbe. Sie ist 20 Jahre alt. Und sie heiratet. Wen habe ich denn noch? Warum kann sie nicht Matthäus heiraten? Warum nicht einen meiner Söhne? Macht nichts. Dann ist es halt Svitoslav. Der ist zwar erst 6. Dass Svitoslav von Bergen miteinander verlobt werden. Das ist der Erstgeborene von Jaron, meinem Erben. Und der erbt dann zwangsläufig oder hat einen Anspruch auf diesen gottverdammten Moloch, genannt Oberhäuptlingstum von Lutitia. Das kracht. Das kracht. So. Ausgezeichnet. Jetzt. Was geht denn da ab? Wie gesagt, da müssen wir nochmal gucken, dass es sich irgendwie auflöst hier, Lothringen. So, da oben ist alles besetzt. Schleswig, ich bin immer noch interessiert daran, wie die hier laufen. Das Einzige, was mir hier halt stört, sind die Söldner. Aber er kriegt halt immer zu Geld. So. Der hat jetzt gewonnen. Der kann ja keine Söldner für 72 Dukaten ausheben. Und er ist schon wieder in Krieg. Ja, wir gucken. Wir gucken. Wir haben Anspruch. Wir haben Möglichkeit. Seine Söldner müssten halt mal weniger werden, dass wir da angreifen können. Hat er jetzt... Ach, sie ist jetzt Oberhäuptling von Schleswig geworden. Nö. Wie kommen wir da ran? Hier steht militärische Stärke. Die Söldner machen's. So, wir bleiben dran, wir beobachten das. Ich glaube nicht, dass das alles hier so safe ist. Ganz ehrlich. Er verteidigt momentan Lübeck. Graf Wolter von Lübeck, Verteidiger Oberhäuptling Schleswig und Hebriden. Jarl Bartel von Hebriden.
Und wie sieht der aus? Was hat der so an Stärke? 305 Truppen. 2869 Truppen hat der. Was ist das denn für eine Idee hier? Was baut denn die? Wie ist die denn beraten? Wie kommt die denn jetzt an das ganze Land? Ich will das haben. Das kann es ja wohl nicht sein. Leichtes Fußvolk, 438, 500. Die Söldner müssten sie mal loswerden, aber die können sich bald wieder welche kaufen, wenn die hier das Geld haben. So. So, ist der noch unabhängig oder ist der jetzt... Ja. So, jetzt hat die das aber... Jetzt hat die... Immer noch Söldner ausgehoben. Sag mal, lass die doch heiraten dann. Wenn die so stark ist. Ich weiß jetzt nicht, wie wir dann angreifen sollen, aber kriegen wir nicht hier eine Heirat arrangiert? Die ist eben. Wie gesagt, die Söldner machen mir halt hier zu schaffen. Lass doch. Da, Isabel. Ich habe so viele Enkel. Stefana. Ja, kann ich sie nicht, Oberhäuptling Miroslava. Spieler. 5 Jahre. Ich bin noch am überlegen. Radoslav. Passt nix. Das kann ja nicht sein, dass das hier so bleibt. Oh, die ist ja... Die geht ja gar nicht, die alte. Das ist gut. Wir müssen bloß die loswerden. Und was, wenn die verreckt? Man sieht's nicht. Mordkomplott. 58%. Okay. So. Wen haben wir denn bei uns im Rat? Miroslava. Die macht das. Unsere Nichte. Wir probieren's. Bevor wir es militärisch machen, probieren wir es so. Und ich bin ja hier sowieso der Dritte in der Rangfolge. Offiziell. Frag mich nur, wenn sie verstirbt, wer erbt. Wir waren Dritter, so hieß es. So hieß es. Da wird ja nichts mehr zustande kommen bei denen, oder? Okay, wie kriegen wir den Komplott noch ein bisschen ausgeweitet? Agenten schließen sich Komplott an. Wer ist das? Von Schleswig, aha. Aha. Und Vertislav. Ah. Der schließt sich ebenfalls dem... der Sache an. Es ist spannend. Es ist spannend. So, Agenten einladen. Wen können wir hier noch alles einladen? Brauchen wir halt welche mit gutem Ränkewert, ne? 15. Was kostet mich das? 23. Können wir mal bezahlen, kein Problem. Und wie sieht's bei ihm aus? Er hat eine 8. 42, bisschen teuer. So. 95%. Wupp, 95% ist super. Alles klar, das wird spannend, Leute. Das wird spannend, wie das ausgeht, sehen wir. Ich denke, dann doch schon in der nächsten Folge.
Und was dann bei Rausch bringt, ist noch viel interessanter. Wie kriegen wir die dann hier noch ins Komplott? Schwägerin von euch. Hat er ihr irgendeinen Titel? Grafschaft von Lübeck. Durchgesetzter Anspruch. Landlos. Alles klar. Und wo sitzen die? In Odotricia. Alles klar. Wir gucken mal, wie das läuft. Das ist interessant. Meine Nichte jetzt ist jetzt nicht so gut, aber ein Bündnis. Nö. Nein. Ich weiß, dass sie heiraten kann, aber ich brauche noch das richtige Bündnis für sie, den richtigen Partner. Ich will in die Ehe irgendwas, vor allem matrilinear. Wir müssen an unseren Hof solche Jungs holen. Ich weiß jetzt nicht, nein, ist mir ein bisschen zu alt. Nordisch, hier, 23 Kriegsführung. Wir müssen uns einen Krieger für unsere Martinia holen. An den Hof. Durch Hochzeit. Wen haben wir hier? Tapfer, mitfühlend, ehrgeizig. Das gleiche gilt für ihn. 40 ist mir zu alt. 20 ist perfekt. Philippe Pistil heiratet Matrilinia, unsere Martinia. Und wir bekommen einen ordentlichen Champion an unser Haus. Druckmittel kann ich einsetzen, ne. Super. Mal ein bisschen langsamer. So. So. Meinung ist noch schlecht. Wo befindet er sich? Auf Rügen. Wunderbar. Aggressiver. So, den müssen wir uns jetzt zusammenbauen für einen ordentlichen Anführer, da müssen wir dann höchstwahrscheinlich auch unseren guten Warek als Ratsmarschall entfernen. Das wird spannend. Schauen wir uns alles an. Nächste Folge geht's weiter. Ich danke euch fürs Einschalten. Natürlich. Bis dann. Ciao, ciao.